Hallo ihr Lieben, und zwar war ich heute im Kaufland, in Netto, in Pennymarkt und bei Rössmann. Bei Kaufland wollte ich eigentlich Einhornsachen kaufen, da habe ich mich aber im Internet in den Prospekten wohl vertan oder verkehrt geguckt. Also haben die mich zu Penny geschickt, weil die Verkäuferin meinte, es würde bei Penny geben. Ja, dann war ich bei Penny. Und die haben mich dann zu Netto geschickt. Da haben die gesagt, dann geh doch zu Netto. So, okay, dann fangen wir jetzt erstmal mit Pennymarkt an. Da habe ich einmal gekauft, Parfüm. Das hat 14,95 Euro nur gekostet. Und dann habe ich da Knoppersriegel gekauft, die sind auch neu. Und schmecken auch sehr gut, habe ich schon probiert, weil an der Kasse konnte man die auch einzeln kaufen und dann habe ich mir einen mitgenommen. Ja, und dann habe ich mir noch Cola da geholt, war gerade im Angebot, 3,99 Euro. So, dann fangen wir jetzt mit, das war das, was ich bei Pennymarkt gekauft habe. So, und dann fange ich jetzt mit Netto an. Da habe ich einmal gekauft. Einhorn, weiße Milch, schmeckt aber nach Erdbeeren. Dann habe ich Himbeergetränk gekauft von Einhorn. Dann habe ich Koffein, ohne Koffein, Cola, also so Kindercola. Dann habe ich eine Backmischung gekauft. Da ist mit Deko dabei. Das zeige ich euch mal hinten. Das ist jetzt. Müsste das man sehen können, ne? Okay. Und dann habe ich noch Eis gekauft, das habe ich aber allerdings schon im Gefrierschrank gemacht. Auch von Einhorn. Dann habe ich noch Zewa gekauft. Auch von Einhorn. Es sind 8 Rollen drin für 2,69 Euro. Ja, und das war's von. Nein, dann habe ich noch hier. 2 Glücksgetränke von Einhorn. Ist mit Himbeergeschmack, das habe ich zweimal. Ich glaube 55 Cent oder 59 Cent hat eine Flasche gekostet. Dann war ich jetzt mit Rössmann, genau Rössmann. Da habe ich aber diesen Becher gekauft. Mit einem Einhorn. Dann ist das da drauf. Das ist so ein Zahnbecher. Ist das. Und dann habe ich ein Deo gekauft. Mit einem Einhorn. 8×4. Das blendet hier irgendwas. So. Na, kann man sehen, ja. Und dann habe ich, das ist neu von Isana. Aber ich fand die Flasche ganz schön und das riecht auch ganz gut. Das ist mit Mandelöl. Ist das Cremeölbad. Und das fand ich ganz schön, auch vom Design her. Und deswegen habe ich mir die auch gleich mitgenommen. So, das war's dann auch. Erstmal wieder von mir. Und tu mich erstmal wieder verabschieden. Tschüss!